Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rollercoaster Tycoon 1. Heute mit dem Bumbly Beach. Mit dabei ist natürlich auch wieder der Nitrama. Hallo, willkommen zurück. Wie zurück? Die Staffel fängt gerade erst an. Nein. Für YouTube. Wieso nennst du das Staffel? Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen kann. Jeder Park ist eine eigene Staffel. Für mich. Ihr könnt es nennen, wie ihr es wollt. Ich habe ja extra nicht Staffel dabei geschrieben. Ich würde sagen, Kapitel. Ja, oder Kapitel. Ist egal. Hashtag. Hashtag Kapitel? Auf jeden Fall. Beim Bumbly Beach sollen wir jetzt, sollen wir aus einem kleinen Vergnügungspark, dem Bumbly Beach, oder Bumbly, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Einen florierenden Bumbly Freizeitpark machen. Dazu sollen wir 750 Parkbesucher bis Ende Oktober ja 2 in den Park locken. Und das Ganze mit einer Parkwertung von 600, so wie immer halt bei Rollercoaster Tycoon. Jupp. Wenn es um Besuchermengen geht. So, dann gucken wir doch mal, dass wir direkt mal eine kleine Achterbahn oder so hier hinzimmern vielleicht. Nein, jo. Wir haben nur Holzachterbahnen. Okay. Dann gehen wir mit der Forschung doch direkt mal auf Achterbahnen. Ich hoffe übrigens, euch hat mein neuer Trailer gefallen. Die lieben Leute hier schon im Twitch-Chat haben dazu ja auch nichts gesagt. Wie geht so? Was denn? Irgendeiner muss sich beschweren, sonst ist es doch langweilig. Also, ja, weil letztes Mal, also als ich dir den gezeigt habe, fandst du noch gut. Ja. Jetzt passt schon. Geht schon. Typisch Hater einfach. Typisch Hater. Ja. Weißt du, erst sagen sie alle ist gut, ja? Und dann fragst du nochmal, wenn andere zuhören, und dann sagst du, naja. Typisch Hater. Mach ich doch immer. Einfach. Das mache ich doch immer so. So, vielleicht fangen wir diesmal mal anders an als ich sonst immer bei dem Park und bauen erstmal einen Aussichtsturm. Uhu, mal was Neues. Ja, überhaupt bei irgendeinem Park habe ich glaube ich noch nie am Anfang einen Aussichtsturm gebaut. So, machen wir mal 50 Meter hoch, das heißt wir müssen auf 58. Haben wir jetzt. Der neue Trailer ist cool, wurde gerade geschrieben. Ja, danke schön, Flo. Bist du die Karacho auch mehrmals gefahren? Die Karacho ist glaube ich nicht mal im der Trailer, Intro meinte ich natürlich. Der Trailer, der lief ja vorher, so nenne ich das zumindest immer, was hier in der Pause läuft auf Twitch und auch vor dem Stream auf Twitch läuft. Das Intro, was gerade kam, da weiß ich gerade nicht mal, ob da Karacho drin war. Ja. Die Frage von dir ging, glaube ich, gerade an Flo, ne? Weil ich habe das schon wieder vergessen jetzt gerade. Ja. Ups. Ich hab gerade den Stream zugemacht. Ach, du machst deine Sache. Ey, und jetzt hat Flo dir geantwortet und du weißt gar nicht was. Ach, ist nicht so schlimm. Wenn es was wichtig war, schreib das nochmal. Nein, hat er nicht. Das habe ich erwartet. Wer antwortet mir schon? Ein kleiner Ausschnitt war drinnen von. Ja, war ja alles nur ein kleiner Ausschnitt. Stimmt, ja, da wo dieser umgekehrte Immelmann oder was das ist. Ja, diese halbe Schraube, halber Lupi. So, ja, solange kein anderer was sagt, nenne ich mal die Attraktion teilweise dann wahrscheinlich so wie immer. Hier zum Beispiel unser Sky Tower. Vorschläge sind immer gerne gesehen. Ja, du musst dir auf mal YouTube ein neues kommen Zeug sie ausmachen. Leider dann zu spät, weil die Staffel beenden wir immer innerhalb von einem Stream. Den Park beenden wir immer innerhalb von einem Stream. Dieses Kapitel, meinst du? Oder Kapitel? Ich finde Kapitel ganz gut. So, machen wir da mal noch einen zweiten Weg daneben. Einfach so, damit du schneller zum Big Dipper kommst. Bisch Dibbo. So, und jetzt machen wir mal was Schönes für den Nitrama. Was denn? Los? Richtig. Ach. In die Stützen von der Holzachterbahn. Okay.
Bringt's das? Hm? Bringt's das? Nee, aber passt an der Stelle ziemlich gut. Ach jo. Na gut. So, und jetzt machen wir auch mal was Ausnahmsweise. Schönes ausnahmsweise direkt am Anfang. Du kannst es? Wir machen am Anfang mal Gestaltung. Besser? Besser ausgedrückt? Nö. So, aber das gefiel mir doch noch nicht. Machen wir doch so. Ja, RCD1 ist schon der heiße Scheiß heutzutage. Das wird ja jetzt schon als das neue Rollercoaster Tycoon World gehandelt. Ja, auf jeden Fall. So, ich muss jetzt erstmal lesen, was er denn genau geschrieben hat. Ja, echt. Die ersten Bilder, die du davon siehst. Ui. Das Spiel ist von 99. Sowas, solche Geheiminformationen Also, darfst du doch gerne verbreiten. das Spiel ist wirklich retro. Und deshalb, das ist ein Grund, warum ich es spiele. Und natürlich, weil es Rollercoaster Tycoon ist. Also. Ich glaube, wenn man dem Spiel noch nicht den Retro-Status geben könnte, würde ich das, glaube ich, gar nicht spielen, sondern wäre direkt mit dem zweiten Teil angefangen. Überlege ich mir gerade so selber. Ist das denn so gut gealtert, dass das schon Retro ist? Die Ah. PlayStation 2 ist schon retro. Naja. Wirklich. Naja. Ich weiß nicht. Die habe ich auf der Comic-Con als Retro-Konsole gesehen. Auf der German Comic-Con in Dortmund. Das ist Ja, kein Witz. würde ich persönlich noch nicht so einschätzen. Ich auch nicht. Ich war Ja, muss geschockt, ich. als ich das gesehen habe. Warte mal. PlayStation 2. Die wurde doch erst vor gar nicht allzu langer Zeit erstmal eingestellt. Ich weiß auch nicht, woran die das Ding festmachen. Am 2012, nach 12 Jahren eingestellt. Also 2012, also vor 4 Jahren wurde das Ding erst eingestellt in Japan. Ja, Also, vielleicht sobald es eingestellt wurde, keine Ahnung. da wäre ja alles Mögliche schon Retro. Warte mal. Wo du dir denkst. 99 hast du noch nicht gelebt? Okay. Naja, was? Der Flo. Ach so, ja, warte mal. Da kann er ja immerhin auch schon 16 Jahre sein, ne? Überleg ich mir gerade so. Ja, stimmt. Oh, das ist doch schlimm. Diese Zeit. Also. Siehst du mal. Dieses Zeitverständnis, vor allem durch die 2000er-Wende, das ist. Du wirst jetzt als alt bezeichnet. Wenn die Ein Jahr später, ja. Jugendlichen Okay. wenn die Jugendlichen heutzutage von alten Menschen reden, da weißt du, dass die dich meinen. So, weil wir noch keine Achterbahn bauen können, oder haben wir schon eine? Nee, aber die kommt am 17. Was April. ist denn das? Wir haben jetzt den ersten. Sollen wir schon mal eine Monorail bei Einschienenbahn bauen? War das das mit Monorail. den Häuschen drauf? Die sah so witzig Ja. aus. Ja, die gibt's aber auch ohne Häuschen und so würde ich die lieber bauen, wenn das geht. Wenn wir die Nö. anderen Züge halt haben. Nö. Hä? Nö. Bin ich Nö. dagegen. Ha. So. Ich hatte die dünne Keine Sorge, PlayStation das sieht 2. jetzt erstmal komisch aus, aber es ergibt gleich Sinn und wirkt hoffentlich auch gut. Hatte ich eine PlayStation? Ich hatte die normale PlayStation 2. Also noch die dicke? Dicke, ja. So, gucken Ich wir bin erstmal, gerade ob wir am die Überlegen. großen bauen können. Nein, wir haben nur die kleinen Einschubwagen. Dann brauchen wir die Station auch gar nicht so lang machen. Weil die kann man ja eh nicht so lang machen. Ach, da gab's ein Linux-Kit, Egal, machen wir okay. so. Was? Stimmt. Ein Linux-Kit. Konntest du dir, oder?
Ach so, da konntest du halt Linux drauf laufen lassen auf der PlayStation 2. Okay. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Ja. Hatte ich die dünne oder die dicke? Bin ich mir gar nicht so sicher. Gab's da nicht sogar drei Stück? Ich glaube, nee, es gab immer die dicke und die dünne, ja. Aber mehr nicht. Würde mich jetzt wundern. So, sieben Stationen brauchen wir, sieben Stationskirchens brauchen wir. 1, 2, 3, Oder? 4, 5, 6, 7. Immer noch zu nah dran. Egal, eigentlich immer noch zu nah dran. Ach nee, es gab verschiedene Varianten. Also es gab eine dicke und eine dünne, aber davon verschiedene Baureihen. Ich weiß zum Beispiel, dass die zweite Baureihe von der dicken Probleme mit dem Laser hatte. Der ist da ab und zu mal durchgebrannt. Okay. Ja. War das mit der Slip? Nein. PS3, es hat. Nein. Die Doch, die PS3 PS. hat doch auch eine Slim. Stimmt, die Also die hat auch eine Slim, aber. Slim wurde für die PlayStation 2 erfunden und gab es halt dann auch bei der 3. Nein, für die PlayStation 1 gab es auch schon eine Slim-Version. Echt? Es war eine, ja, eine aufgehübschte Version. Sagen wir es mal so. Hieß aber wahrscheinlich nicht Slim. War das, sag ich dir? Nee, die hieß nicht Slim, aber da gab es auch schon zwei verschiedene Varianten. Da gab es immer den grauen Kasten, der einfach bloß eckig war. Und dann gab es noch einen mit runden Ecken. Da Mit konntest du runden dann nur. Ecken. Ja, mit solchen komischen runden Ecken. Ach nee, die hieß dann PS1, hieß die. Genau, und die war dann auch weiß. Okay. Der Parallelport wurde entfernt für Mogelmodule zum Beispiel. Keine Reset-Taste und ein externes Netzteil. Da konntest du auch keine gebrannten Spiele mehr abspielen. Das wusste ich noch. Okay. Und, auch wenn ich das nie gemacht hätte, aber Das es ging ging ja bei nicht der mehr. 2er auch nicht, ne? Ohne Chip. Da gab's so. Da konntest du so eine komische DVD dir kaufen, das weiß ich noch. Da musstest du das Ding dann aufreißen. Echt? Damit geht's auch? Ging Ja, das das auch? ging. Wir haben so einen Chip gehabt. Ah ne, das war auch für die PlayStation 1 Spiele, ne? Ja, für die erste Variante von der PlayStation 1, da musstest du bloß was Kleines umlöten. Und bei der zweiten Variante davon musstest du dann richtig einen Chip Ich reinbasteln. rede von der PS2. Ach so, bei der PS2. Da gab es immer eine DVD. Was aber auch bloß bei manchen Varianten ging. Glaube ich. Glaube ich. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ja, stimmt, das ging bloß bei manchen Varianten. Und dann gab es eine Okay. DVD, die ging bei fast allen. Und dann gab es auch noch die Variante mit dem, wo du dir einen, Dem Chip. ja, mit dem Chip und dann noch mit einem, mit einer bestimmten Speicherkarte. Da konntest du dir eine Speicherkarte kaufen, die da irgendwas ausgelöst hat. Okay. Ja, das ging hoch. Und bei der allerersten Variante hast du ja einfach bloß. Nee, da konntest du normale Spiele benutzen, musstest da die booten lassen. Dann musstest du das Laufwerk aufmachen, was du, wenn du Pech hast, so ab und zu mal kaputt gemacht hast. Und dann konntest du dein gebranntes Spiel reinmachen. Okay. Das war ganz witzig. Die PlayStation 1 hat übrigens eine Taktfrequenz von 33 MHz. Boah, 3, Wahnsinn. Das 33 MHz. ist Und ja 2 MB RAM. Überleg dir das mal. 2 MB RAM. Heute kommst du nicht mal mit 2 GB aus. Nee. Na schön. Und 1 MB Grafik RAM. Das ist schon. Schön. Und ein zweifach CD-ROM-Laufwerk.
Aber ein Vergleich ist da heute immer noch Ultimo, ne? Wie? Was? Ultimo? Was meinst du Wer damit? hat schon die Hälfte als Grafikkartenarbeitsspeicher von dem normalen Arbeitsspeicher? Das stimmt. Nee, du hattest immer 1,5 MB RAM an sich und Ja. 512 KB ROM hattest du dann. Ach so. Der ROM war, da konntest du irgendwie zwischenspeichern, längerfristig oder so. Ach, zum Beispiel, ich glaube, das haben die benutzt, um zum Beispiel bei Final Fantasy die CDs zu wechseln. Das war ja auch so was Schönes. Okay, ja, Final Fantasy habe ich nie gespielt. Hab Nein? sowieso Ah, da nicht so musstest du, viel da, ja, sowieso. auf PlayStation gespielt. Früher reichten auch 640 Kilobyte RAM unter ROM, unter DOS. Ja, das stimmt. Meine allererste Festplatte auf dem Computer. Ja. Rate mal, was die für eine Festplatte hatte. Kann ich dir nicht sagen. Ein Gigabyte? Genauso viel wie jetzt auch, 500. Wie alt? Ja, heute Gig, damals MB. Ach so, ja. Ich weiß noch, dass ich in meinem allerersten PC, den ich selber gekriegt hatte, drei Festplatten drin hatte. Und ich hatte insgesamt 4 GB Speicher. Was im allerersten? In meinem ersten eigenen Rechner. Der hatte, ich glaube, Schon 4 Gig? 128 MB RAM. Hatte der, glaube ich. 400 MHz und da lief Windows ME drauf. Das war mein Windows erster Rechner, den ME, wer ich macht denn gekriegt habe. sowas? Ey, das war schon drauf. Ich habe den geschenkt bekommen. Und die Festplatten, die habe ich mir aus alten Rechnern aus dem Schrott zusammengeholt. Ich Ich hatte habe. damals Windows 98 Plus. Erst Hä? Windows 95 Plus und danach Windows Das 98 Plus. hieß doch nicht Plus, oder? Das hieß Plus. Da waren Spiele mit drauf, die gab es nur in der Plus-Version. Ach so, okay. Gleich mal gucken. Kam, glaube ich, jeweils ein Jahr später. Hatte ich mal irgendwann Ach, nachgeguckt. plus for Kids, okay. For Kids? Echt? Ja, also warte. Das hätte ich jetzt nicht gewusst.